Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 25.05.2020. Und den Blick, den unser DAX hier gerade durch den Zaun macht, das ist nicht der Blick, den ich jetzt nach erfolgreicher Eheschließung aus meinem Arbeitszimmer rauswerfe. Nein, nein, damit ist der DAX gemeint. Wie er quasi noch in seiner Range drin hängt und ja, sehnsüchtig rausguckt, dass er mal auch ein paar Meter wieder geschafft bekommt. Ansonsten natürlich vielen, vielen lieben Dank für alle, die Glückwünsche zukommen lassen haben auf den unterschiedlichsten Wegen. Ich bin gar nicht dazu gekommen, überall auch wirklich jedem Einzelnen zu antworten. Also auch deswegen hier einfach mal nochmal global allen gedankt. Ich habe das schon überall gesehen und gelesen und mich da auch sehr drüber gefreut. Also auch im Namen von Elisa. Da recht herzlichen Dank. So, jetzt gucken wir mal noch zu unserem DAX. Und der sollte zum Donnerstag, nee, zum Freitag, gegebenenfalls vielleicht hier unten eben noch diesen kleinen Stich zumachen, den Gap Close an die 690, sich dann dort im Bereich um 930 rum stabilisieren, nach oben ziehen, wieder ran an die 11.100, bisschen zur Seite, haben wir primär letztendlich auch ein bisschen aus dem Tageschart herausgenommen und gesagt haben, er hat halt hier noch echt viel Zeit, halt einfach zur Seite zu laufen. Wer ein bisschen feinfühlig unterwegs war, ein bisschen die Augen offen gehalten hatte, dem wird auch aufgefallen sein, dass auch im YouTube-Kanal, in den Kommentaren, im Vortag, überall im Chat sofort, kaum der DAX etwas tiefer eröffnet, sofort alle, ja, und ich Aktien verkauft, ich baue jetzt Short-Positionen auf, ach ja, und was Trump da macht, und ach, ich gehe nicht davon aus, dass sich hier was erholt, und ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich baue jetzt Short und so weiter. Das heißt, er war sofort wieder schlagartig, das Sentiment relativ niedrig, relativ tief, relativ shortig gedreht, und wir haben dann auch bei uns im Dienst, nachdem er sich am Start da unten ein bisschen rumgedruckst hat, der hat ja die Option gehabt. Er hat ja die Möglichkeit gehabt, unten durchzustarten. Ne? Er ist ja, wir haben gesagt, das wird eine schwierige Kiste hier unten, das wird ein kniffliges Ding. Aber er hat zumindest mit dem, was er ab 8 Uhr gemacht hat, das schon mal, er hat sich den Raum geöffnet nach unten. Ne? Als er wäre mehr drin gewesen. Aber die Leute waren wahrscheinlich einfach alle wieder zu negativ gestimmt, viel zu negativ. Da hat keiner seine Short-Gewinne mitgenommen oder ganz wenige nur. Und die haben alle laufen lassen, weil sie dachten, sie kriegen hier sonst was unten. Und es ist jetzt gefundenes Fressen für den nach oben. Also mich würde mich fast nicht wundern, wenn er zum Montag noch einen oben raussetzt und die ganzen Stops da noch rauskrallt und rauswirft. Haben wir hier oben ein offenes Gap noch? Sieht das nur so aus oder ist das auch so? Hier haben wir einen Schluss bei 11.213 und einen Hoch bei. Ja, ist sogar noch ein offenes Gap, also vielleicht macht er das ja sogar noch zu. Da oben die 210 mal dran. Da sollte man ein bisschen aufpassen, was da jetzt wie. Ja, also ich würde nach oben jetzt auf jeden Fall trotzdem noch Raum zusprechen. Auch Tageschart hat er deutlich nach oben geschlagen. Stimmung ist relativ negativ. Ist weniger wichtig, dass die Stimmung positiv ist, damit er fällt. Mir ist wichtig, dass er unten raus bestätigt, wenn er loslegt. Das macht er hier nicht. Na, kommt immer wieder zurück, bleibt auf hohem Niveau seitwärts. Wenn wir nochmal mehrere Tage zurück erinnern, haben wir das mehrfach betont. Na, wenn der, weil hier so viele auch überrascht hat, ne, und so viele hier auch noch short verkehrt rum drinnen stehen, haben wir immer wieder drüber gesprochen, dass er wahrscheinlich hier oben einfach nur zur Seite schiebt, halt richtig zur Seite schiebt und dann nochmal versucht, oben raus zu attackieren. Das wäre jetzt durchaus denkbar. Ich brauche ihn unten, ich brauche Schwäche, ich brauche wirklich. Ja, man muss sehen, dass der Verkaufsdruck einfach reinkommt, ne? Dass der auch anhält. Nicht immer bloß dieses kurze Runterlassen, dann wieder hochziehen. Da kann man sich dann hinstellen und sagen, ja, da wird ja nur unter geringem Volumen hochgezogen oder ja, da gibt es irgendwo Divergenzen, ja, aber wenn er hochgezogen wird, wird er hochgezogen. Ja? Das heißt, am Ende, wenn ich dann nur verliere, dadurch, dass er mit geringem Volumen, ja, dann hilft mir das auch nicht viel, einfach zu sagen, naja, ne? Das heißt, mit dem Markt gehen ist dort die Devise und wenn er mit geringem Volumen noch auf 11.800 geschoben wird, dann hilft mir das Argument auch nicht viel. Auch wenn ich das natürlich verstehen kann, dass es oft einfach Signalstärke ist halt, ne? Wenn entsprechendes Volumen mit dabei ist, ist es ja auch grundsätzlich richtig. Bloß ich finde es als falsch, wenn man sich dann zu sehr gegen den Markt stellt, wenn man unterstellt, das ist ja nicht echt, was da gerade passiert. Und das machen ja viele mit sowas. Die stellen sich dann hin und sagen, ah, das ist alles fake, das ist alles echt, das ist zu wenig Volumen, das passt überhaupt nicht mit in dem Indikator, das passt überhaupt nicht mit dem Indikator. Sind sie ja vorsichtig halt, ne? Wenn er steigt, dann steigt das so. Und von daher würde ich halt auch hier zum Montag jetzt noch sagen,
sagen, also wenn das steigt, dann steigt da. Das heißt, wenn wir oberhalb von 11.130 auch in den Handel reinkommen sollten, sei das eine, keine Ahnung, 11.150 oder mehr, würde ich ihm den Raum noch geben. Hier vielleicht bis zu dem Gap Close, aber schon mehr schafft zum Montag, muss ich zeigen. Das war der letzte Montag, das sollte man nicht ganz vergessen, ne? Der hat ordentlich reingeknallt nach oben. Kann sich auch auf den Montag wieder die ganze Wochen-Performance holen. Ne? So war es ja letztendlich gewesen. Den Montag haben wir hier geschlossen, dann haben wir Dienstag noch einmal drüber gestellt, direkt abgekontert und das war dann unser. Ja, damit war die ganze Woche eigentlich schon besiegelt und ist hier nicht wirklich weggekommen. So, jetzt für die neue Woche wäre es grundsätzlich möglich, aus dem, was er hier gemacht hat, das hohe Seitwärts, sich hier oben rauszustellen. Es wäre sogar auch möglich, sich unten rauszustellen, aber das muss kommen. Er muss halt die Signale bestätigen. Na, das reicht halt nicht, immer nur zu fallen, wieder anzusteigen, weil im Zweifel steigt er dann irgendwann oben raus. Deswegen nehmen wir auch auf jeden Fall den Long Trigger mit. Nimm den hier mit und sagen, naja, wenn unser DAX eben über die 250 da geht, ne, also hier bei 210 ein bisschen aufpassen, weil von dort kann er sich auch wieder runterdrehen, gerade wenn das so kurz nach 9 kommt, ne, und er macht so die 210 und dreht sich dann nach unten wieder runter, seien Sie ein bisschen vorsichtig, kann bis auf 11.000 zurück, kann sogar bis 10.39 zurück, weil wir haben jetzt hier eine Range, ne, das ist so eine Seitwärts-Range und in der Range ist das Wahrscheinlichste, dass er seitwärts hampelt, das heißt, wir brauchen erst einen bestätigten Ausbruch, bevor die Range tatsächlich als beendet erklärt werden kann. Oben nehmen wir auch den Long Trigger mit, das heißt, geht der DAX über 11.480, kann er weiter bis 11.700, 11.830 dann. Das sind auf der Oberseite die nächsten Stationen. Und unten ist für den Montag der Bereich um 11.000 relativ wichtig. Ne, dem würde schon die höchste Bedeutung hier, 11.000 bis 69. Das wäre jetzt schöner Rücklaufbereich. Im Grunde könnt ihr von dort sogar direkt wieder hochdrehen. Das heißt, wenn er schwach eröffnet, wenn er unter 11.100 eröffnet und er macht eigentlich das gleiche dann wie am Freitag, ja, also sticht sich so runter, geht hier auf die 11.000, die 10.9, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine 60 überhaupt werden muss, vielleicht sogar nur eine 10.89 und hackt sich dann wieder hoch, dann geht er diesmal dann auch höher halt, ne? Dann geht er dann hoch bis an den Gap Plus hier zumindest bei der 11.215. So, und irgendwann macht er dann oben Klack, rennt er raus und so negativ wie momentan schon wieder viele gestimmt sind, glaube ich, kann er auch echt gut viel durchlaufen dann. Na? Da bin ich sehr gespannt, wie die Leute jetzt so zum Montag reagieren, wie sie so unterwegs sind. Aber zum Freitag habe ich doch schon sehr viel negatives Gedankengut zugespielt gekriegt. Na? Also so, was mir einmal alle über den Tag schreiben, das durchgängig negativ gewesen. Und das war es auch die letzten Tage immer. Und gucken, so wo der Markt steht halt. Ne? Und ja, das also mitzunehmen. Ansonsten unten neue Tiefs unter 11.800. Ja, kann man eigentlich schon sagen, unter 11.900, unter 10.900. Wird schon, muss man jetzt nicht unten aufs letzte Tief warten. Doppelboden eher unwahrscheinlich, da der letzte schon so schief gekommen ist. Würde eher dann hier so der Bereich um 10. Deswegen können wir ein bisschen höher ansetzen und können eigentlich schon sagen, wenn er jetzt nochmal unter 10.900 fallen sollte. Dann haben wir tatsächlich hier mal ein bisschen Bestätigung. Dann kriegen wir langsam auch wieder eine negative Chartlage mit rein, mit Potenzial hier dann eben nach unten wegzudrücken halt, ne? Richtung 10,37, das wäre der erste Bereich. Und dann haben wir unten die 10,45, das ist ja noch vom Vortag ähnlich geblieben. Und ja, das ist das, was mir zum Montag wichtig ist. Montag, Dienstag wichtig ist. Wie gesagt, aktuell eher mehr Seitwärtsrichtung. Mich würde ein schwacher Start gar nicht. Also von der Chartlage her müsste eigentlich ein Aufwärtsgap bringen. Der hat jetzt aber die ganzen letzten Tage immer wieder entgegen dieser Chartlage eigentlich reingestartet. Ne? Also egal ob zum Mittwoch, wo es Aufwärtsgap wahrscheinlich gewesen wäre, als auch zum Donnerstag, als auch davor. Es ist immer wieder ein bisschen, ne? Auch hier hat man so einen tiefen Tagesschluss am Dienstag, wo man gesagt hat, okay, jetzt gibt es bestimmt nach unten. Dann ist er nach oben. Würde mich das nicht wundern, wenn der vielleicht sogar tiefer reinkommt halt. Ne? Wenn er unter der 10.100 eröffnet, würde mich gar nicht wundern. Ich würde trotzdem denken, dass er vielleicht nur kurz nach unten reißt und sich dann schon wieder schnell fängt und nach oben. Der muss, glaube ich, hier noch einige Short raushauen, bevor er wieder richtig fallen kann. Und es ist immer mehr gefühlter Eindruck halt wirklich. Ne? Also so von dem, wie ich das so wahrnehme. Das sind schon wieder, die Leute sind negativer geworden. Das war schon mal einen Tacken höher gewesen, dass die Leute wieder ein bisschen positiver gefasst waren, ein bisschen positiver gestimmt waren, aber kaum sind da wieder Nachrichten von China und Trump, sofort schlagartig gefühlt, fast
95% derjenigen, die sich bei uns melden, was sie mit offenen Positionen noch machen wollen, sind alle short. Na, das ist immer so, wenn ich auch ein bisschen, ich sehe halt einfach zu oft, dass es genau dann eben dann in die andere Richtung geht halt, ne? Und das ist schon seit mehreren Jahren. Ab und an klappt es auch mal, dass alle mal richtig liegen, aber es ist eher selten. Gut, okay, dann haben wir das soweit durch. Ja, Chartlage ansonsten, hier muss man sogar eher als positiv bezeichnen. Wir haben ein starkes Reversal gesehen zum Freitag. Wir haben komplett diese Schwäche auch aus dem asiatischen Handel, die da reingekommen ist, komplett rausgenommen. Ja, das würde bedeuten, wenn wir jetzt wieder Schwäche über den asiatischen Handel sehen durch einen Abwärtsgap, müsste man letztendlich unterstellen, dass es auch wieder direkt rausgenommen wird. Und erst wenn es sich bestätigt, dass es nicht rausgenommen wird, dass er unter 10.900 geht, bin ich weiterhin auch sehr skeptisch hier unten, ob wir das überhaupt verteidigt kriegen. Ja, weil das ist so eine schöne Aufwärtsbewegung, das ist so ein schöner Impuls, der ist formschön, der ist so ideal halt. Das ist richtig nach Lehrbuch, was er hier gemacht hat. Und wenn er den jetzt nicht schön nach oben rausgehebelt bekommt, ist, ich glaube, der macht ihn sogar mit einem neuen Tief dann unten kaputt. Einfach weil es der DAX ist und weil er immer wieder so einen Quatsch macht halt, ne? Der war halt nicht gut in der Schule gewesen, hat nicht immer aufgepasst und alles das gelesen, was in den Fachbüchern zur Chartanalyse drin steht. Muss man in gewissen Punkten den DAX ab und an mal ein bisschen losgelöst einfach betrachten und auch analysieren. Ja, also wir haben die 37 hier unten, wir haben die 45. Aber ich gehe sogar schon davon aus, selbst wenn die 45 hier kommt, gehe ich davon aus, dass der Plus kurz hochläuft und dann hier nochmal abbricht, wenn er hier oben nicht dieses stabile Seitwärtsniveau gehalten kriegt. Und das war, Schritt zurück gedacht, immer die Erwartung gehalten, die Erwartung gewesen, er hält die einfach zur Seite, schiebt sich dann noch nach oben und zieht das hier oben einfach in die Länge. Ne? Und Sie erinnern sich, wir haben mir gesagt, das kann noch Wochen, kann der hier seitwärts. Ne? Dann kann hier einfach sich richtig Zeit lassen, bis die Leute nicht mehr daran glauben, dass es fällt. So war immer die Erwartungshaltung. Und jetzt gucken sie, die Leute sind gerade total davon überzeugt, dass es fällt. Ja, das ist ja schon fast unwahrscheinlich, dass er richtig durchkommt dann halt jetzt dieses Mal. Ja, es ist noch nicht das, was es sein soll. Fehlt noch was. Dieses Umdenken im Kopf fehlt noch. Das muss noch raus. Ich glaube, da fehlt nicht viel, aber es muss noch raus. Das muss einfach ausgetrieben werden. Ja, und dann fällt er leichter. Aber die springt viel zu schnell immer noch alle auf die Short-Taste. Gut, Freunde, dann das soweit mein Blick auf die Dinge. Na, dann die wichtigen Bereiche, mit denen ich mich damit beschäftige, liegen hier durchaus im Bereich um die 11.000 am Montag. Oben raus, für mich super wichtig, 2.13, ne, 2.15 hier so knapp. Und dann alles, was über 2.45 geht, 3.40 kommt dann, 4.30, 4.15 kommt dann. 480, 555 kommt, dann ist noch ein offenes Gap hier oben, 700 und so weiter und so fort. Also das sind so, wenn er wirklich durchrennt, dann oben alles erreichbare Ziele zum Montag. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Und ansonsten brauchen wir unten, wir brauchen halt die roten Kerzen, wir brauchen bestätigte Schwäche, wenn es sich durchwühlen kann. Das ist es nicht gewesen am Freitag. Das ist es einfach nicht gewesen halt. Ne? Egal wie er hochgekommen ist, er ist hochgekommen und das Ergebnis, das zählt. Ne? Nicht der Weg. Ja, gut, also ich mache hier zu, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie ein paar Punkte rausgezogen kriegen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.